Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Wild Spirits. Mein Name ist Wolfram Ortner, ich begrüße Sie recht herzlich. Heute dreht sich alles um 100% Destillate. Was 100% Destillate ist, das werden wir gleich erfahren. Ich habe heute einen tollen Gast bei uns, einen begnadeten Brenner, Manfred Wörer. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Ja, danke schön für die Einladung. Sehr gern, Manfred. Ich meine, wir kennen uns so lange. Jetzt erklär mir eins einmal. In deinem normalen Leben, ich meine, außer dass du jetzt inzwischen Pensionist bist, warst du ja Baumeister. Ja. Und wie vertragt sich das? Baumeister und Schnaps und Garagenbrenner. Erzähl uns die Geschichte bitte einmal. Ja, die Geschichte hat schon vor sehr langer Zeit angefangen eigentlich und auch geerbt von meinem Vater, muss ich sagen. Der hat halt immer am Lagerplatz oder überall rundherum Obstbäume gesetzt und die waren dann einmal zu groß und dann haben wir gesagt, okay, was tun wir damit? Dann muss man es brennen, nicht, weil wir es nicht mehr zu essen haben können. Beschneiden so könnte man es auch. Ja, genau, abschneiden kann man es auch. Nein, aber das ist dann eigentlich, so ist das entstanden. Nicht? Und da waren halt die ersten Jahre versucht, das ist nicht recht viel geworden. Aber richtig losgegangen ist, mein Blut gelegt habe ich eigentlich richtig dann mit der ersten Destillate. Ich glaube, das war 1992 oder was, war das erste Mal dabei. Und das war eigentlich, da habe ich gleich eine Goldmedaille gemacht. Ich war nicht einmal da bei der Verleihung, sondern habe ich dann zugeschickt gekriegt. Und das, ja, das war eigentlich der Start, da habe ich mich halt dann dahinter kniert und ich habe es halt dann meistens halt am Wochenende brennt, unter der Woche war ich Baumeister und am Wochenende habe ich halt Schnaps brennt. Aber du hast ja den Begriff Garagenbrenner eigentlich geprägt oder mitgeprägt? Ja, ich habe ihn insofern mitgeprägt, natürlich habe ich in der Garage Schnaps brennt, ist klar, aber den Spitznamen sozusagen haben wir eigentlich die Kollegen, die Schnapsbrenner-Kollegen geben, auch sei es jetzt bei den Verkostungen in der Jury, und die haben halt immer gesagt, du bist halt der Garagenbrenner sozusagen. Und das ist halt dann medial so umgekommen und das ist mir dann geblieben eigentlich. Ne? Klein und fein. Mhm. Das heißt im Grunde genommen, der Portfolio, der Sortiment ist klar definiert, Früchte von bis, was brennst du alles? Früchte von A bis Z eigentlich, von Apfel über, also sämtliche Früchte eigentlich brenne. Nur es ist aufgrund von meinem Alter jetzt schon ein bisschen, tue ich es ein bisschen einschränken. Und wenn ich mir so viel schaffe, ich bin alleine, ich muss alles alleine machen. Und das ist natürlich, brauche ich da nicht sagen, ein stark, das Schnapsbrenner ist stark. Ne? Aber nur für den Alltag ist der ganz kein Fremd. Ah, Stichwort Oberösterreich, Großspanien. Ja, was hat genau, das an sich? Ich habe einen Zweitwohnsitz, den habe ich auch von meinem Vater geerbt. Mittlerweile 46 Jahre haben wir ein Haus in Spanien, mitten in den Zitrusfrüchten, in der Gegend südlich von Valencia. Und ja, und das nutze ich halt jetzt in der Pension sehr aus. Und bin halt dann im Summe 4 Monate im Jahr mindestens in Spanien. Wie ist der ganze Ablauf? Wie produzierst du das? Sammelst du die Früchte unten? Kaufst du die? Wie läuft das ab? Nein, in dem Fall geht es eigentlich nur um die Mandarinen. Ich habe schon immer Mandarinen brennt und habe es natürlich bei uns im Obsthandel gekauft, waren relativ teuer und habe gesagt, warum, probiere ich es nicht einmal. Und unten sind es billig, da schmeißen sie das ja nach. Und jetzt fahre ich halt mit meinem Bus runter und hole halt da ca. 1500 Kilo Maische dann und unten durch Schälen. Und meist schon ein? Unten durch Einmeischen im Bus und Schälen unten, da habe ich schon eine Partie, die mir 10, 15 Leute, da haben wir halt die 1900 Kilo händisch schälen. Und dann fahre ich mit einem Freund da runter und machen sie ein paar schöne Tage und dann fahren wir mit der Maische nach Hause. Ne? Wie ist eigentlich die Ausbeute? Das hat ja nicht viel Zucker, die Zitrusfrüchte, ja, oder? Ja, genau. Also die Ausbeute ist eigentlich sehr relativ bescheiden, weil, wenn ich sage, ich habe 1900 Kilo hab ich mir gekauft, davon sind einmal 600 Kilo Schalen, nicht, was weggefallen. Oh ja. Die lasse ich unten, dann ist ja klar. Und die 600 Kilo, also in Summe habe ich dann 1300 Kilo circa Maische. Und da sind jetzt letztes Jahr rausgekommen 90 Liter trinkfertiger Schnaps. Das ist wenig. Für 1300 Kilo. Also viel Arbeit für wenig Geld und viel Freude. Genau. Für dich selber und nein, für jeden, der es rechnen darf man nicht anfangen. Also ich meine, die Fahrt kostet viel Geld. Ich meine, ich muss ja Maut zahlen und Sprit. Aber es macht uns halt dann Spaß. Es
Die Freude rechtfertigt es. Genau. Manfred, wir haben soweit jetzt das Thema mal besprochen. Ich habe heute einen Freund eingeladen, der wird demnächst bei uns hereinkommen. Und dann diskutieren wir das Ganze weiter und verkosten das gemeinsam. Ja, gerne, mache ich gerne. Ja. Hallo, servus. Servus, Wolfram. Servus. Du bist schön, dass du heute zu uns gekommen bist. Danke. Ich muss dir gleich vorstellen, Manfred Dörrer. Hadi, servus. Wir haben ja heute im Bund um ein Baugewerbe oder Baumeistertreffen. Du bist ja für den Trockenausbau zuständig, da haben wir den Feuchtenausbau, aber den hochgeistigen Feuchten natürlich. Harald, du hast dir, glaube ich, ein paar Fragen mitgebracht. Ja, erstens habe ich dir die Fragen, wie ist denn bei deiner Verkostung gelaufen? Du, ich bin sehr froh. Wir haben so ein super Team. Die ganze Verkostung ist perfekt gelaufen. Wir waren wieder ausgebucht. Wir haben super Produkte. Die Österreicher haben weltweit wieder sehr, sehr gut abgeschnitten. Und das war wirklich, so wie wir es vorstellen, nach 17 Jahren funktioniert das perfekt. Passt eigentlich. Ja, dann sind wir sehr froh. Aber ich meine, wir kennen uns ja auch vom Zigarrenrauchen. Ja. Was rauchst du eigentlich gern? Alles, was irgendwie dick und qualmig. Ja, dick ist immer gut, dick und lang, ich meine, es ist immer müd. Nein, aber hauptsächlich kubanische Zigarren. Was trinkst du dazu? Einen Rum. Bisschen nix? Nein, ich trinke eigentlich wann und trinke einen Rum dazu. Aber da habe ich heute einen Tipp für dich. Der Manfred produziert ein perfektes Zigarrendestillat. Und das werden wir jetzt auch der Reihe noch probieren, die ganzen Produkte. Ja. Und anfangen tun wir mit einer Mandarine. Die Mandarinen hat der Manfred von Spanien, gebrannt wird in Oberösterreich. Manfred, schenkst du uns den bitte mal ein? Oder ich bin schon eigentlich drauf, ja. Hast du sie, oder? Das ist aber kein Geist, keine Spiritosen, sondern ein reines Destillat. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Und der Manfred wird das selber kommentieren. Schauen wir es uns einmal an. Wie immer zuerst der Duft, dann der Geschmack, dann die Harmonie. Manfred, beschreib es nochmal bitte. Ja. Also im Duft, glaube ich, ist die Mandarine sehr intensiv, leichter Schalenton, das stimmt auch, weil ein bisschen Prozent an der Schalen dazu. Was mich interessiert, ja, die Reife von dem Produkt. Ja, sehr reif. Das waren sehr überreife Clementinen. Ja. Eigentlich muss man sagen, es sind richtigerweise Clementinen, also nicht Mandarinen, die gehören auch zu den Mandarinen dazu. Weil sie einfach die Clementinen besser schön lassen. Also weniger Arbeit, ja. Also wir haben da wirklich die Zitrusnote total in der Nase. Und wenn wir dann kosten, war sehr aromatisch. Ja, druckvoll, lang im Abgang. Und wie gesagt, also es ist die Schale auch im Abgang ein bisschen zum Kennen. Es sind ungefähr, sagen wir mal, 6% von der ganzen Menge sind mit Schalen eingemischt. Braucht man natürlich biologische, die nicht gespritzt sind, nicht, dass ich da keine Dinge reinkriegt oder Giftstoffe und so weiter. Nicht. Und wie gesagt, die kommen aus dem Raum von Valencia, südlich von Valencia. Werden die dort in die Plantagen gepflückt für mich und ich hole mir es dann ab und die steigen und führe es dann zu mir ins Haus nach Spanien. Wie ist das sehr typisch? Man riecht, dass es sehr reif ist, das ganze Produkt. Ja. Und eben durch das ganze Albedo und durch die ganzen Schalen kriegst du natürlich so einen leichten Bitterton. Ja. Dann würde ich gleich sagen, gehen wir zum nächsten Produkt. Ja. Lernen wir die Gläser mal aus. Das nächste Produkt ist ein Weichsel, sogenannte Sauerkirschen. Ja. Das Idealbild von einer Weichsel ist eigentlich immer, was es ausmacht zum Unterschied von allen anderen Kirschen, ist eben der typische. Entschuldigung, ich brauche es natürlich auch. Ich kann auch nicht kosten. Nein, also, ja. Ich meine, wenn ich habe zu mir gekostet. Ja. Ich bin ja wohl der wichtigste Verkoster. Oder? Ja, richtig. So, Spaß beiseite. Das typische Bild von einer Weichsel ist immer der Marzipanton eingebunden in einer super Fruchtfrische. Und Weichsel sollte immer animierend sein. Beschreib du bitte der Weichsel, ob deine wirklich auch so ist. Es ist jetzt, man muss jetzt gut spülen, weil man hat die Mandarine nur ein bisschen drin. Ja. Also es, an den Wänden hängt nur wegen der Mandarine. Jetzt kommt es besser raus. Also da merkt man jetzt schon, wie du gesagt hast, dass der Stein dann angenehm erkennbar ist. Drin, sehr viel Cantuccini. Ja, genau. Und trotzdem die Frische hat, also von der Weichselfrucht. Und ja,
Also ich glaube, dass man, ich habe es ja schon oft probiert, der Weichsel, aber ich glaube, dass man die relativ gut gelungen ist. Ich werde mich da nur erinnern an die Destillator-Zeiten ziemlich am Anfang. Weiß ich nicht, 93, 94, die Gruppart, glaube ich, hat damals so einen Weichsel gehabt, ja, den habe ich noch immer im Kopf eigentlich drinnen. Nicht? Und den bin ich eigentlich immer nachgerannt. Was ist das für ein Jahrgang? Das ist 2017, also das ist jetzt ein gutes Jahr alt. Ja. Hat die Weichsel von Haus aus so einen Kernton oder ist da was dabei? Da ist Reinweichsel nicht verschnitten, oder? Ist Reinweichsel und hat natürlich mehr Kernton als wie eine Kirsche. Nicht? Eine Kirsche, eine Süßkirsche meistens, hat eben nicht so viel Kernton. Aber ich glaube, dass das recht angenehm ist und der Marzipanton, den man da rausschmeckt, auch im Abgang. Bei mir ist es mehr so gerade, in Duft ist es mehr Cantuccini, in Duft ist es, im Geschmack ist es mehr Marzipan. Ja. Aber sehr kompakt, sehr präsent. Ja. Und jetzt zum Abschluss, Herr Zigarrenraucher, damit weißt du, dass es außer Rum und andere Produkte 100% Destillate gibt. Die Zigarrendestillate sind, probieren wir jetzt an das typische Zigarrendestillat von den 100% Brenner, ist vom Alfred Azwetschke mit 48%. 48%, das hat dann, die 48 hat zwei Bedeutungen, das heißt die 48% und ich bin auch 48er Jahrgang. Und das schaut aber nicht aus wie 48 Jahre. Ja, 48er Jahrgang, habe ich gesagt, nicht 48er Jahrgang. Das war schon jemand. Und ich befasse mich nicht sehr viel mit Holz, aber das Zwetschge mag ich gern im Holz drinnen. Eignet sich auch super für Zwetschgen und für Holz. Und die trinke ich auch sehr gern. Also die wirklich. Was hast du für Holz verwendet? Eine Eiche, also eine Eiche, eine deutsche Eiche. Deutsche Eiche? Deutsche Eiche, ja. Hast du eine deutsche Eiche? Ja. Mit Spanisch, mit dem Einschlag. Ja, genau. Ja. Da macht jetzt nichts das Glas, die Kirschen tut einem da nicht weh, also die Weichsel. Ja, das passt da dazu. Gut. Und was ja, der schöne, vielleicht sogar ein bisschen Rumtopf, wenn das Holz sehr dezent, also sticht nicht raus, der Holzton eigentlich, glaube ich. Frucht ist sehr präsent. Frucht ist sehr präsent, ja. Und Geschmack. Ja, das ist kräftig. Ja, kräftig, also aber trotzdem poliert. Ist er schon. Ich trinke es lieber, bevor ich es anspucke. Du hast recht. Ja. Trotzdem ist, glaube ich, dass man sagt, 48%, das ist nicht so scharf. Also, das ist angenehm zum Trinken. Also schön. Und schön, für den Vormittag geht es eigentlich gut schon zum Trinken. Schön verbunden oder? Ist das ganze Produkt. Es ist sehr, sehr lang. Ja. Welche Zigarren würdest du da jetzt dazu empfehlen, damit wir den Harald ein bisschen weiterbilden können? Ach, da bin ich natürlich schlecht beim Anwecken, bei den Zigarren überhaupt nicht aus. Also, ich würde schon sagen, du passt fast jede dazu. Ob der Dominikanische, also ich glaube, die holt bei jeder Zigarren dagegen, oder? Ja, ist wirklich passt gut dazu. Ist eigentlich wirklich auch Randler. Vielleicht ein bisschen milder, wir haben es nicht so kräftig wie der Hund. Ja, genau. Ja. Nein, aber also das ist ja richtig gut, da kannst du mit uns mitreden. Ja, wenn ist, dir kommt, ist dir das noch nie aufgefallen? Ja, ich würde euch sagen, dass du uns in die Basic-Klasse kommst, da machen wir vielleicht noch einen Verkostertraining für Pensionisten. Da muss ich schon ganz oben anfangen. Ja, genau. Ich bin der Obmann, dann der Pensionisten-Obmann. Meine Damen und Herren, wir sind wieder am Ende angelangt. Ich danke euch fürs Kommen, es hat auch Spaß gemacht mit euch. Das heißt, man kann nicht nur mit jungen Leuten, man kann auch mit Pensionisten Spaß haben. Bitte den Sarkasmus zu akzeptieren. Bei Ihnen zu Hause möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass Sie wieder mit dabei waren. Und ich freue mich schon jetzt, wenn es wieder heißt Inside World Spirits mit Wolfram Ortner. Gesundheit, cheers, Prost, meine Herren. Gesundheit. Prost. Prost.